Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Kapadmonta, Ihr Gesetz wird in zwei wesentlichen Punkten genau das Gegenteil von dem erreichen, was Sie damit gerne erreichen möchten. Am 1. April wird der Cannabiskonsum hier in Deutschland legalisiert. Das wird dazu führen, das wissen wir durch Vergleiche mit anderen Ländern, die es auch so gemacht haben, zu einer Zunahme der Nachfrage. Und wo wird diese Nachfrage nun bedeckt mit einem Angebot? Ja, man kann ab dem 1. April dann anbauen. Wer das tut, der wird vielleicht im Sommer das erste Mal was ernten. Ihre Cannabis-Clubs, die sind ab dem 1.7. überhaupt mal erst zu gründen. Da ist viel Bürokratie noch im Spiel. Die werden vielleicht Ende des Jahres mal etwas ausliefern. Und da entsteht doch ganz logischerweise eine Lücke. Bedarf ab 1. April, Bedarfsdeckung irgendwann mal danach. Und diese Lücke wird geschlossen durch den Schwarzmarkt. Die auf den illegalen Cannabis-Plantagen dieser Welt werden jetzt schon Doppelschichten geschoben. Und man hat dort durchaus Möglichkeiten, den Output noch etwas zu erhöhen. Durch mehr Dünger, durch mehr Pestizide, durch mehr Beimischung. Sie wollen den Schwarzmarkt bekämpfen, und Sie wollen Konsumenten den Zugang zu sauberem Cannabis ermöglichen. Wir werden ab dem 1. April erleben, dass nicht nur der Schwarzmarkt boomt, sondern dass das, was man dort kaufen kann, auch noch dreckiger und ungesünder ist als das, was Sie heute bekommen. In zwei wesentlichen Punkten fahren Sie mit diesem Gesetz genau in die falsche Richtung. Und lassen Sie mich auch noch etwas sagen zur unrühmlichen Rolle der Europäischen Union. Sie hatten sich das ja eigentlich ganz anders vorgestellt. Kontrollierter Anbau, Cannabis-Shops, staatlich lizenziert, geht leider nicht, spricht das EU-Recht dagegen. Jetzt gibt es also eine Umgehungslösung, die, ich habe es dargelegt, vor allem dem Schwarzmarkt in die Finger spielen will. Und das Problem hatten wir in einem anderen Land in Europa auch schon, in den Niederlanden. Da können Sie in den Coffeeshops Cannabis erwerben und konsumieren. Die Gewinnblitzfallstudie. Wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen, sofort ansehen. Alles wunderschön. Die Coffeeshops ihrerseits müssen das Cannabis aber auf dem Schwarzmarkt kaufen. Das ist zwar wunderbar dann EU-rechtskonform, aber es hat leider dazu geführt, dass die Cannabis-Mafia in den Niederlanden so stark geworden ist, dass sie mittlerweile dort das gesamte organisierte Verbrechen dominiert. Meine Damen und Herren, zweimal also das gleiche Muster. Es gibt eine pragmatische Lösung, es gibt parlamentarische Mehrheiten dafür, die sind aber nicht möglich wegen EU-Recht. Stattdessen Umgehungsmöglichkeiten, die leider dann dem organisierten Verbrechen in die Finger spielen. Und wenn Sie jetzt meinen, dass man vielleicht auf EU-Ebene mal darüber nachdenkt, da was zu ändern, vergessen Sie es. Diese Regeln sind in Stein gemeißelt, da wird nichts dran geändert, in alle Ewigkeit Amen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie noch einen Beweis dafür gesucht haben, dass diese Europäische Union demokratiefeindlich, dysfunktional, für den Bürger tatsächlich im Endeffekt sogar schädlich ist, hier haben Sie diesen Beweis, meine Damen und Herren. Und wenn Sie jetzt wieder sagen, ach, der Schneider und die AfD, die sind ja wieder nur destruktiv unterwegs, ich habe noch einen ganz konstruktiven Vorschlag, wie Sie dieses Gesetz vielleicht zumindest noch ein Stückchen in die richtige Richtung schieben können, drehen Sie einfach die Zeitleiste rum. Ermöglichen Sie die Gründung von Cannabis-Clubs ab dem 1. April, den Eigenanbau ab dem 1. Juli und ermöglichen Sie Konsum und Besitz ab dem 1. September. Dann passen nämlich zumindest Angebot und Nachfrage zueinander. Damit wird es Ihnen vielleicht nicht gelingen, dass Sie den Schwarzmarkt kleiner machen, aber wird dadurch zumindest nicht größer werden. Das Gesetz, was Sie heute vorlegen, meine Damen und Herren, das ist ein Konjunkturprogramm für das organisierte Verbrechen. Dem werden wir nicht zustimmen. Dankeschön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Minister Lauterbach, Ihre Analyse der Situation teile ich ja durchaus, aber die Maßnahmen, die Sie hier vorschlagen, werden nicht zielführend sein. Sie wollen den Schwarzmarkt bekämpfen. Das wollen Sie dadurch erreichen, dass die Menschen selber Cannabis anbauen. Jetzt ist Cannabis vor allen Dingen eine Droge, die innerstädtisch konsumiert wird. Dann müsste auch die Stadtbevölkerung Cannabis anbauen. Wie soll das jetzt funktionieren? Der Mieter einer Etagenwohnung, dem bisher schon die Küchenkräuter und die Zimmerpflanze eingehen, dem wächst jetzt dank Ihres Gesetzes der grüne Daumen. Und er züchtet auf seinem 7-Quadratmeter-Balkon erfolgreich Cannabis. Das haut doch nicht hin. Und diese Cannabis-Clubs, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder das werden Riesenclubs mit Tausenden von Mitgliedern. Naja, dann ist es doch aber nichts anderes als eine Staffage für industrielle Produktion von Cannabis. Und dann hätten Sie sich da auch ehrlich machen sollen. Und wenn es nicht so kommt, was bleibt denn dann? Dann wird sich der
die Berlin Prenzlberger Hafermilchschickeria feierabendlich auf ihre E-Bikes setzen, in die nahegelegenen Schrebergärten fahren, dort in knuffigen Kifferkommunen dann Cannabis anbauen und das dann bitteschön auch noch grammgenau dokumentieren, wie viel da geerntet wurde. Das können Sie doch vergessen, sowas funktioniert doch nicht. Die Menschen werden auf diese Art und Weise keinen Beitrag leisten zur Versorgung der städtischen Bevölkerung mit Cannabis. Die wird sich weiterhin auf dem Schwarzmarkt versorgen, und damit wird der Schwarzmarkt auch erhalten bleiben. Und damit haben wir ein zweites Problem, der Jugendschutz. Wenn der Schwarzmarkt erhalten bleibt, dann werden auch weiter Jugendliche Cannabis dort erwerben können. Und es ist die Wissenschaft ziemlich klar. Das menschliche Gehirn wächst bis zum 25. Lebensjahr. Ja, Zwischenrufe. Ja, auch unsere Gehirne, alle Gehirne wachsen bis zum 25. Lebensjahr. Aber Ihre Zwischenrufe zeigen, manche Gehirne, deren Entwicklung ist wohl schon mit dem 6. Lebensjahr beendet gewesen. Meine Damen und Herren, das Gehirn wächst bis zum 25. Lebensjahr. Wenn vorher Cannabis konsumiert wird, dann kann das schwere gesundheitliche, dauerhafte Schäden haben. Und Herr Minister, Sie wissen das. Sie haben selber diese Studien zitiert. Und jetzt wird das beiseite gewischt. Und das wird beiseite gewischt unter anderem von Leuten, die im Frühling dieses Jahres noch eine FFP2-Maske getragen haben, wenn sie auf ihrem Lastenrad durch Berlin geschaukelt sind. Das müssen Sie sich mal klar machen. Eine Todesangst trotz vielfacher Impfung vor einer Erkältungskrankheit und angesichts einer dauerhaften Schädigung des Gehirns. Och Gott, das wird jetzt schon nicht so schlimm sein. Meine Damen und Herren, jeder kann eine Maske tragen. Und es ist auch gut, wenn hier eine in Corona-Fragen überängstliche Minderheit ihre Sprachrohre hat. Aber Herr Minister, Sie können es doch nicht zulassen, dass Menschen mit einem so vollkommen irrationalen Verhältnis zu gesundheitlichen Risiken bestimmen, was in einem solchen Gesetz steht. Das führt doch letztendlich dazu, wir haben hier eine vollkommen irrationale Politik. Während Corona war Gesundheit alles und die Freiheit fiel unter den Tisch. Und bei Cannabis ist jetzt die Freiheit alles und die Gesundheit zählt nicht mehr so doll. Aber wissen Sie, das ist ja die rot-grüne Linie, die wir bei Ihrem Regierungshandeln erkennen können. Sie wollen CO2 reduzieren, aber die CO2-freien Kernkraftwerke, die schalten Sie ab. Sie wollen den Fachkräftemangel bekämpfen, aber Sie sorgen dafür, dass 100.000-fach Analphabeten in dieses Land einwandern. Sie wollen Israel schützen und Sie finanzieren die Hamas. Meine Damen und Herren, Sie wollen heute dieser Anreihung, Aneinanderreihung von Widersprüchen einen weiteren hinzufügen. Wir machen da nicht mit. Die AfD wird gegen Ihren Antrag, gegen Ihren Gesetzentwurf stimmen. Ich danke Ihnen. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an.
Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.